Ich habe ein Tauschpaket von der lieben Belladonna, von der lieben Claudia bekommen. Wenn ihr wissen wollt, was. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich mache mit der lieben Claudia, mit der lieben Belladonna ein Tauschpaket. Sie hat mir ihres jetzt schon geschickt und das ist prall gefüllt. Und ich würde das jetzt gerne mit euch auspacken. Und ja, bevor ich das mache, würde ich euch bitten noch, dass ihr mir ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben für das Video. Und wenn euch das Video gefällt oder ihr was zu den Produkten sagen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen drüber. Ja, wie gesagt, prall gefüllt. Als erstes habe ich hier eine Karte von der lieben Belladonna. Schön, dass du in meiner Community bist. Das finde ich süß. Ganz viel Spaß beim Testen. Liebe Grüße, Claudia. Eine süße Karte. So, dann habe ich als erstes hier eine Geschenkverpackung. Und mit einer Schleife. Von Notino ist das und da kommt mir das entgegen. Da ist einmal ein Nude Sticks. Ein Lipgloss von Nude Sticks ist da drinnen. Dann so ein kleiner Intense Matte Lip Cheek Pencil Fringe von Nude Sticks auch. Und noch einer für die, nein, ein Magnetic Luminous Eye Color für Bright Eyes in seinem, ja, Kupfer, Gold, dein Kupfer hier. Ja, das finde ich süß. Und sonst sind hier nur so lauter kleine Papierdingelchen drinnen. Das heißt, die stopfe ich jetzt wieder hinein und mache die Verpackung zu. Vielleicht kann man das nochmal brauchen. Auf jeden Fall süß, drei solche Nude-Sticks-Sachen zum Ausprobieren. Finde ich lieb. So, das kommt mal daher. Dann habe ich hier eine Pink-Box. Ganz schön schwer und prall gefüllt. Hier mal der Blick in die Box. Und da schauen wir gleich mal. Hier habe ich Mini Fan Powder Brush von M. Asam. Also die Verpackung sieht so aus. Und dann haben wir hier, oh, der ist aber süß. Wirklich so ein Mini Fan Brush, der fühlt sich lustig an. Ha? Süß, oder? Der ist herzig. Richtig süß. So, dann habe ich hier von Mermaid and Me Coconut Clay Mask Clean Scalp and Hydrated Hair. Die habe ich, glaube ich, gerade bei der Badewanne stehen. Ist aber eine schöne Maske. Könnte ich wieder verwenden, mal schauen, ob sie wirklich bei mir bleibt oder ob ich die dann zum Beispiel ins Trash-Paket oder so gebe. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ein schönes Produkt und aber da sehe ich was ganz Süßes. Ganz was Süßes. Ein Würmchen. Ich bin ein Würmchen, ich bin noch so klein und möchte gern dein Glücksbote sein. Halt mich fest und nimm mich mit, dann bringe ich dir im Leben Glück. Na, ist das süß. Ist das selbst gemacht, Claudia? Finde ich ja urlieb. Süß, Dankeschön. So, dann, das hatte ich auch erst in einer Box. Ich weiß gar nicht, bei welcher Box das war. Das Scalp Mask Pineapple und Coconut mit Aloe Vera und Hyaluronsäure
für alle Haartypen. Jo. Wie gesagt, entweder ich behalte es selber oder es kommt ins Trash-Paket oder so. Das bin ich mir jetzt noch nicht sicher, aber schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein schönes Produkt. Was auch sehr schön ist, ist von Essence der Soft Mousse Make-up in der Farbe 16 Matt Vanilla. Das ist ein sehr schönes Make-up. Ich weiß nur nicht, ob mir die Farbe passt. Er könnte ein bisschen gelb sein, ne? Aber schauen wir mal. Das muss ich mir anschauen. Ich muss aber schauen, welche Farbe ich habe. Ich habe das auch irgendwo habe ich das bekommen. Da hat mir die Farbe gut gepasst. Muss ich mir anschauen. Ups. Dann von Avon. Hydromatic Shine mit einem Hyaluronic Infused Lipstick in der Farbe Marvelous. Oh, der ist aber schön. Der hat auch so einen fliegenden Kern da drinnen. Der ist richtig schön. Sehr schön. Cool. Eine richtig tragbare Farbe. Dann habe ich hier so ein Blending Tool. Hold on to Happy Thoughts. Von, weiß ich gar nicht, von wem ist das? Cosnova, also weiß ich nicht, Catrice oder Essence oder so irgendwas. Auf jeden Fall ist cool, ein Schwämmchen mit so einem Halter. Richtig süß und das Schwämmchen so in ja, so Ombre irgendwie, ne? Richtig cool und süß. So, dann habe ich hier aber eingepackt. Das dürfte ein Duft sein. Kannst du nicht lesen. Cerruti 1881. Mal schauen. So, jetzt brauche ich irgendwas zum draufsprühen, weil ich habe einfach vor Augen. Ich nehme da einfach meinen Karton, der da gerade rumgelegen ist. Das ist auf jeden Fall auch sehr frisch. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Das ist so ein frischer Duft. Den finde ich richtig toll. Dankeschön. So, von Sante Naturkosmetik Deep Repair Shampoo mit Squalan und Dreifachproteinkomplex repariert und regeneriert für trockenes und strapaziertes Haar. Cool, das kann man auf jeden Fall brauchen. Und dann noch von Floss, das ist der Highlighter. Genau, den habe ich auch erst in der Box gehabt, das heißt, den werde ich weitergeben. Weil zweimal brauche ich ihn nicht, einmal reicht. Aber ich finde den Highlighter schön. Also mir gefällt er richtig gut. Und er bleibt auf jeden Fall bei mir in der Sammlung. Aber wie gesagt, zwei brauche ich dann doch nicht. Uiuiui, die Boxen sind schwer, schwer, schwer. Und hier habe ich so eine schöne Box. So eine schöne Box. Von Glossy Box war das mal eine Limited Edition. Die habe ich auch selber bekommen. Irgendwo habe ich sie, glaube ich, noch. Aber ich finde die Box so schön. Und die ist auch wieder prall gefüllt. Schauen wir gleich einmal. Hier habe ich von River Loves Me von Cosmo 4 einen Glitterstick. Wie cool. Den habe ich nicht einmal in deinem Video gesehen, oder? Der ist ja cool. Na, so sieht man es genau.
Das ist wirklich grober Glitzer, aber irgendwie wird man den schon brauchen können. Ich freue mich ja immer, wenn ich so Produkte von Rival Loves Me oder Rival de Loop oder sonst irgend sowas bekomme, weil wir den in Österreich ja nicht so leicht bekommen. Ne? Wir haben ja keinen Rossmann. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich das in Tauschpaketen oder anders irgendwie bekomme. Und ja, mega. Da habe ich hier einige Monolidschatten, glaube ich. Und zwar einmal von Catrice, den habe ich selber, der geht weiter. Aber ich finde die Farbe total schön. Und dann von River Loves Me Cosmo 4 Eyeshadow Topper in 01 Meter Blue. Der ist cool. Ist der schön? Ist der schön? Kann ich mal probieren? Das sind so mit Sternchen. Richtig cool. Ich freue mich mega drüber. Und den habe ich auch noch in der Farbe Meta Rose. Da sind auch Sternchen dabei. Total schön. Also der blaue gefällt mir ehrlich gesagt besser, aber ich finde auch den nicht schlecht. Sind halt richtige Topper, die kann man nicht, oder verwendet man ja eher nicht alleine am Auge, sondern das sind so richtige Eyeshadow-Topper. Dann habe ich hier noch den von River Loves Me, You and Me Crystal Eyeshadow-Topper. Da muss ich schauen, ob ich den nicht schon habe von der lieben Claudi. Aber der ist ja auch so schön, der hat auch so Glitzer. Ist richtig schön zum Toppen eben. Und dann, den habe ich auf keinen Fall noch, ist der River Loves Me Cosmo 4 Bouncy Highlighter. Den kenne ich noch gar nicht. Werde ich auch gleich mal swatchen. Ja. Auch schön. Ist auch ein schöner Highlighter und ich freue mich über die Sachen. Mega. Dankeschön. So, meine Hand glitzert jetzt einfach. Ne? Also bei den nächsten Swatches, ihr wisst, wo der Glitzer herkommt. Oh, so viel Glitzer. Dann, das ist ja auch ganz cool. Das finde ich ja auch mega. Hat sie mir die neue Palette von Rival Loves Me reingegeben. Die Hit the Beach Palette. So. Das ist ja, glaube ich, die von heuer, ne? Von der Limited Edition. Mega. So schöne Farben. So, so schöne Farben. Cool. Ich freue mich drüber. Kann ich auch einmal schminken, ne? Und das sind ja genau mein Farbschema ist das. Also das passt perfekt zu mir. Und dann von MAC ein NC20 Studio Fix Powder Plus Foundation. Einfach mal von MAC. Ah, draufdrücken. Draufdrücken, dann geht's auf. Cool. Mal schauen. Ja, habe ich da, sieht man nicht. Also ist es perfekt, ne? Super. Ganz, ganz toll, was von MAC. Dankeschön. Danke, danke. So, was ist das? Da steht nur Nummer 9 drauf. Keine Ahnung von was oder von wo.
Und das ist ein roter, rot, rostrot. Ein Duochrom auf jeden Fall. Pigment ist das. Ah, ein Duochrom, boah, der ist toll. Da geht es von Rot ins Grüne und so, ne? Cool. Wunderschön, Dankeschön. Ne, zu machen ordentlich. So. Nein, auch nicht ordentlich. Geht so. Aber jetzt habe ich's. So. Dann habe ich hier von L'Oreal Age Perfect Kollagen Serum Powder pflegendes Puder. Und Puder von L'Oreal habe ich auch noch nicht. Das ist sogar noch verschlossen. 02 Light to Medium, das könnte auf jeden Fall passen. Und das werde ich gern verwenden. Wie gesagt, von L'Oreal habe ich noch kein Puder. Hier habe ich auch ein Pigment. Sealed for your protection. Keine Ahnung. Kann ich das ja gar nicht aufmachen. Ich glaube, ich lasse das lieber zu. Ist auf jeden Fall auch so ein Duochrom-Pigment. Sieht man, glaube ich, so eher gut. Auch total schön. Dann von Shiseido Inner Glow Cheek Powder Blush Inner Glow Powder. Das Farbe Solar Haze. Das ist so ein oranges, okay. Mal ausprobieren. Naja, ob das ist jetzt eher ein Highlighter als ein Blush, finde ich, ne? Oder? Auf jeden Fall schön, eine schöne Farbe. Vielleicht so ein Blush-Topper halt, ne? So, da sehe ich was ich habe. Der My Pony Highlighter. Ich mag den ja so. Ich finde den so schön. Ich finde auch dieses Pressing so schön, ne? Auf jeden Fall, der wird weiter wandern, weil den habe ich schon. Und ich glaube, aufbrauchen ist fast unmöglich. Da ist so viel drinnen. Nochmal von MAC etwas, und zwar ein Powder Blush Fun Ending. Ui, da ist hell, ne? Das sieht man gar nicht da. Nur da ist er. Den sieht man fast nicht. Da weiß ich nicht, ob ich den behalten werde. Ich meine, MAC finde ich cool, finde ich richtig cool und ich freue mich sehr drüber. Aber ich glaube, der ist mir zu hell. Schade. Aber egal. Ich finde sicher, wenn dem das gefällt. Auf jeden Fall cool, auf jeden Fall. So, von Reva Loves Me Le Petit Paris Under Eye Baking Powder. Auch eine süße Verpackung. Das ist rosa. Okay. Auf jeden Fall, das ist ein sehr schönes Puder. Darin habe ich jetzt das ausprobiert. Das macht so ein bisschen, also ist so, zeichnet ein bisschen weich, also so ein Weichzeichner-Effekt irgendwie ist da drinnen. Das finde ich cool. Von Colourpop ein Super Shock Blush in Matt. In Matt habe ich dann noch keinen, nur in Schimmernd. Das ist auf jeden Fall ein Creme Blush. Schöne Farbe.
Cool. Dankeschön. Doch ein Plasch von Ofra, der Bellini Plasch, den habe ich selber in einer Box gehabt. Ein sehr schöner Plasch, finde ich. Und da finde ich sicher einen Abnehmer dafür. Dann habe ich hier von Rival de Lope Radiant Flower Color Correcting Loose Powder. Ja, da fällt gleich alles raus. Das hat auch so einen rosa Stich auf jeden Fall. Bin gleich da aus. Ja, schönes Puder. Wie gesagt, rosa Stich. Kappa verwenden. So, was habe ich hier von Odens Ei? Von Odens Ei, der Solmane Sunlight Love Blusher. Und Orange Sunny. Die Verpackung ist ja mega, ne? Die Verpackung ist wahnsinnig schön. Na, aufgehen. Jetzt. Wow. Da hat auch so ein schönes Pressing drinnen. Total schön. Da traut man sich kaum reingehen, dass man das Pressing nicht kaputt macht. Ne? Auch ein schöner Blush. Den würde ich jetzt eher für den Herbst, Winter einordnen, glaube ich. Aber es ist schön. Sehr, sehr schön. Und die Verpackung, wow. Vielen lieben Dank dafür. Mega. Wow, wow, wow. Also da muss ich mich anstrengen, dass ich der lieben Claudia ein ähnlich tolles Paket zusammenstellen kann. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, gefallen hat die Sachen, die ich hier schicke. Von Alverde habe ich ein Eyeshadow All-in-One. Ich glaube, den habe ich auch, muss ich aber schauen. Das ist ein heller, sicher auch gut für den Innenwinkel zum Beispiel. Da muss ich schauen, ob ich den nicht auch habe, aber das macht ja nichts. Von Love. Love Sun Blurring Bronzing Powder. Wow. Auch so wunderschön. Dieses Pressing. Wow. Ein sehr, sehr schöner Bronzer. Den finde ich echt schön. Dankeschön, das ist richtig toll. Danke. So, von Colourpop Disney High School Musical Pressed Powder Blush. Ich habe das High School Musical geliebt. Da war ich zwar schon in einem Alter, wo man das eigentlich nicht mehr schaut, aber ich hatte Kinder, zum Glück, und die haben das gern geschaut. Und ich habe dann auch die CD gehabt und das gern gehört. Ich mochte die Musik total. Und ja, das ist jetzt der Blush. Ist halt leider auch relativ leicht und hell, aber man kann es aufbauen, dann sieht man ihn. Und er hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. Finde ich cool. Und High School Musical, wow. Das mochte ich gerne. Ja. Das haben wir sogar mal in der Stadthalle uns angeschaut. Ich glaube, die Mädels und ich, ja, also meine zwei Töchter, das war schon toll. Oh, so, noch eine schwere Box, die kaum rausgeht. Das ist eine größere Box. Ui, und ich mache das ganz voll mit meinen Fingern, aber egal. Und die ist auch wieder prall gefüllt und jede Menge Sachen drin. Auf jeden Fall habe ich da mal erst eine Maske, eine Trisana. Professional Thermo Turban Haarmaske mit Kokosöl, Vitamin E, Keratin und westindischer Jasmin-Extrakt für strapaziertes Haar.
Das klingt gut. Strapaziertes Haar überhaupt, ja. So, dann habe ich hier eine Teeprobe von Milford. Kühl und lecker Melone. Na, ist das cool, es gibt einen Melone-Tee. Den muss ich ausprobieren. Das finde ich cool, dass du mir den gegeben hast. Weil sonst wüsste ich gar nicht, dass es einen Melone-Tee gibt. Mit Instix schnell und einfach ein leckeres Instant-Getränk zum Bereiten. Okay. Instix, zuckerfreie Instant-Getränke. Die kleine Erfrischung zwischen den Vorlesungen. Dann habe ich hier eine von Juti, eine Eye Lip Mask Superset. Finde ich cool, die mag ich. Also die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Und ein oder zweimal habe ich sogar schon gemacht. Die finde ich cool, die mag ich. Vielen Dank dafür. Dann habe ich hier von Skin Bliss After Sun Body Lotion with Shimmers. Okay, mit Aloe Vera Extrakt. Cool, mit Shimmer. Cool. After Sun Body Lotion. Calms and softens your skin by hydrating it after exposure to the sun. With shimmers to create a bronze effect. Das nehme ich dann vielleicht in den Urlaub mit, ne? Das wäre vielleicht cool. Muss dann nach dem Duschen und dann damit eincremen. Und dann geht man zum Abendessen. Wird sicher nicht schlecht ausschauen. Dann habe ich hier, genau, von ist das von Bella Pia oder so? Ich weiß, ich kann die Firma nicht lesen, da ist das Pickel drüber. Auf jeden Fall eine Snoopy-Palette, also eine Bella Age oder so, Bella Rock, keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, X-Peanuts. Ist die süß? Die ist richtig süß. Total süß. Sind zwar nicht unbedingt meine Töne, aber ich finde sie süß. Und ich muss die mal probieren. Ich finde da sicher noch einen Look, der mir auch gefällt. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass ich da was finde, was mir gefällt. Und ich finde die Palette einfach super süß. Dann, was habe ich hier? Revolution. Revolution, die New Neutral Passion Palette. Die habe ich noch nicht. Ich meine, ich habe sehr viele Revolution Paletten. Aber die habe ich noch nicht. Innen sieht sie so aus. Und dann haben wir hier, ist noch das Plastik sogar noch oben. Aber schöne Töne. Also klar sind da auch ein paar dabei, die jetzt nicht so meinen Namen schreien, aber trotzdem schreien ein paar meinen Namen und ich kann mir vorstellen, dass ich da ein paar coole Looks zaubern kann damit. Ich freue mich drüber. Dankeschön. Ich mag Revolution Paletten eigentlich, die meisten, nicht alle, aber die meisten mag ich doch, gerade die in so in dieser Form hier sind, gerade die sind eigentlich meistens sogar recht gut. Dann habe ich hier nochmal eine Probe für ein Eiweißpuder mit Carnitin, Vitamine und Mineralstoffe. Von For You Eiweißpowder.
Geschmack Cookies and Cream. Cool. So, ja, mal zum Ausprobieren. Finde ich das super. Ganz toll. Und da, ups, da fällt gleich noch was ran. Chica Chai Kaffee, das Original, die gesunde Kaffee-Alternativen. Probierpaket, finde deinen Kaffee-Charakter. Chai Kaffee ist die europaweit erste Kaffee-Alternative mit Akazien, Faserballaststoffen, natürlichen Mineralstoffen, Koffein aus Guarana, Reishi-Pilz und Ginseng. Chai Kaffee schmeckt nicht nur unglaublich lecker, seine Zusammenstellung ist einmalig. Naja, ich werde das mal ausprobieren. Der Kaffee ist nicht ganz meins, aber ich werde das mal ausprobieren. Vielleicht gefällt mir das. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass du mir auch so Probepakete dazu gegeben hast. So mal zum Ausprobieren. Finde ich das toll. So, wo habe ich einen Deckel hingegeben da? Ich finde schon nichts mehr. Da ist alles so voll rund um mich. So, eine bummvolle Box haben wir noch. Die habe ich jetzt kaum aus der Schachtel rausbekommen. Und wie gesagt, ja, bummvoll. Mal schauen, was sie da auch alles doch reingepackt hat. Einmal eine Intimsalbe mit Cranberry. Pflege und Schutz des äußeren Intimbereichs. Laktointensiv wie komplex. Cool. Das kann ich mal ausprobieren. Das finde ich cool. Dann von Ilia Maska einen Eyeliner. Den mag ich sehr und meine Tochter hat mich auch erst letztens gefragt wegen einem Eyeliner. Vielleicht gebe ich ihr dann den. Auf jeden Fall mag ich den. Dankeschön. Von dem Asam Vino Rose hautglättende Gesichtsmaske. Ja, im Asam ist immer schön. Eine Fußmaske mit riecht nach Avocado mit Shea Butter und Vitamin E. Sehr cool. Und eine Handmaske mit Vanille und Almond Extracts. Auch schön. Wimpern. Die werden weiter wandern, weil ich schaff's nicht. Ich bin zu blöd dafür, dass ich mir Wimpern aufklebe. Von Reva Loves Me. Radiant Flower Glowing Spray. Oh, wie cool. Dieser Glowing Spray, cool. Den werde ich den Sommer hoffentlich wirklich verwenden. Von Mutmaski. Ein Eye Serum. Vitamin Infused Eye Serum. Cool. Das kann man immer brauchen. Und Mutmaski ist eine sehr schöne Firma und Marke. Und ja, da habe ich schon einiges verwendet. Finde ich cool. Sensitive Original Vibes Eye and Makeup Remover. Ja. Clean Beauty by Alvira. Diese, die kann man ja immer brauchen, ne? Also so Abschminktücher. Die verwende ich aber halt vor allem, um Swatches abzuschminken. Für mein Gesicht eher nicht, aber für Swatches sehr gern. Dann habe ich hier ein Zuckerölpeeling von Brasil Feeling mit Kokosnussöl von Isana. Da hatte ich von der Claudi auch erst mit Arganöl, glaube ich, ein Zuckerpeeling drinnen von Isana. Das fand ich super, das habe ich erst aufgebraucht. Und ja, jetzt habe ich zwar gerade das große von Emasum in Anwendung genommen, aber wenn das Emasum leer ist, werde ich sehr gerne dann das nehmen. Freue ich mich. So, jetzt habe ich hier von Winnie Pooh, also Catrice, von der Winnie Pooh Limited Edition ein Soft Glow Bronzer in der Farbe 010 I think it's called Love. Ich glaube, den habe ich selber. Einen davon habe ich selber, aber sie hat mir nämlich beide reingegeben. Einer ist ja dunkler, einer ist heller. Ich glaube, ich habe den helleren. Den sieht man bei mir kaum. Habe ich den jetzt aussortiert oder nicht? Weiß ich gar nicht. Aber
Der wird auf jeden Fall weitergehen, weil den habe ich schon einmal. Den würde ich aber gerne behalten. Und dann noch ein Maxi Matte Face and Body Bronzer von Catrice. Von der Limited Edition Lady and Tramp. Also Susi und Strolche, ne? Und das ist die Farbe 020 Be Brave. Cool. Und hier ist noch die Farbe 010 Ladylike. Die werde ich gerne beide ausprobieren. Die habe ich nämlich nicht. Beide nicht. Cool. Habe ich die jetzt auch? Freue ich mich. Beauty Bay, eine Face Palette. Ich habe von Beauty Bay noch keine Face Palette. Ist das cool? Cool, cool, cool. Face Palette Bronze Blush Glow. Sieht so aus. Und das sind schöne Farben. Schaut mal. Die muss ich swatchen. Das sind wunderschöne Farben. Sie ist echt schön. Schön, schön, schön. Und Beauty Bay ist eine meiner Lieblingsmarken. Also, Dankeschön. So, dann haben wir hier von CC. Oh, ich habe gesehen, wie du die aussortiert hast. Da habe ich dann die Glatter-Video angeschaut. Die ist schön. Da ist auch das Packaging so schön. Ja, richtig toll. Dankeschön. Und wenn man sieht, dieses Glitzer hier, das bewegt sich. Ich finde das so cool. Seht ihr das? Wie sich das bewegt, das Glitzer? Ich finde das so cool. Allein vom Packaging her richtig schön. Und auch die Palette ist richtig schön. Ja. Richtig schöne Farben, oder? So, und so interessant irgendwie, so dieses Schachbrettmuster und hier da, dieser Übergang. Richtig schön. Eine richtig schöne Palette. Dankeschön. Meine erste Sisi-Palette. So, und von BH Cosmetics habe ich auch noch eine Palette drin, die Crystal Zodiac Palette. So sieht sie aus. Ui, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil da ist was zerbröselt. Der Goldton ist da zerbröselt, da muss ich schauen, dass ich den pressen kann. Aber echt schöne Farben. Und da innen, der ist auch rausgebrochen, der Innenton. Aber egal, ich schaue, dass ich das nochmal pressen kann und freue mich über die Palette. Die habe ich nämlich auch noch nicht. Und da sind sehr, sehr schöne Farben dabei. Cool. Und da innen, im Innen, also da ist so die matten Töne und außen haben wir Schimmertöne. Ich finde die voll interessant gemacht auch. Cool. Dankeschön. So, das war jetzt das mega, mega Tauschpaket von der lieben Claudia Belladonna. Vielen lieben Dank, liebe Claudia. Du hast mir eine Riesenfreude gemacht mit den Sachen. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass ich dir eine ähnliche Freude machen kann, wenn ich dir dann dein Paket zuschicke. Und ja, ich hoffe, ich werde dem irgendwie gerecht. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank nochmal. Ja, und dann alle anderen, bitte, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Was sagt ihr zu dem tollen Tauschpaket von der lieben Claudia? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ihr könnt mir dann auch schreiben, wenn ihr schon Erfahrungen mit den Produkten habt
und schreibt mir das auch hinein. Ja, und jetzt sage ich, nein, jetzt sage ich noch, lasst mir bitte ein Abo da, freue ich mich sehr drüber. Der lieben Belladonna Claudia natürlich auch, die macht aber kein Video zu dem Tauschpaket, sondern sie wird das nur auf Instagram posten, denn sie macht gerade eine YouTube-Pause. Trotzdem könnt ihr gerne mal auf YouTube schon ein Like und ein Abo dalassen. Und ihr auf Instagram auf jeden Fall auch folgen. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, lasst mir bitte auch ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video. Würde mich mega freuen drüber. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin schon ganz durcheinander. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.